So klingt der Thomanerchor, wenn er erwacht. Es ist kurz nach 6 Uhr. Im Alumnat, dem Wohnheim der Leipziger Sängerknaben, beginnt ein hektischer, also ein vollkommen normaler Tag. Richard ist müde und findet in diesem Chaos sein Schulzeug nicht. Na, eigentlich ist jeden Dienstagabend ein Stubendurchgang. Aber seitdem ist mittlerweile schon für mich viel Zeit vergangen. In der ich meinen Platz wieder umgestalten konnte. Richard wird gleich sein Tafelwerk vergessen, was schlecht ist, weil er heute eine Arbeit schreibt. Mutti, die den Ranzen kontrolliert, gibt es hier nicht. Dafür aber gibt es Julius. Der passt zumindest ein bisschen auf Richard auf. Ist sowas wie ein großer Bruder, ein uraltes Thomaner-Prinzip. Man lernt natürlich über die Jahre auch ordentlicher zu werden. Das ist auch ganz wichtig für das spätere Leben, dass man das jetzt schon lernt, weil wir haben ja hier nicht unsere Eltern, aber dafür haben wir hier Erzieher und ältere Thomaser, zu denen ich jetzt auch gehöre, die darauf aufpassen, dass es ordentlich ist. Frühstück, Minutensache. Kurz und streng ritualisiert. Wie alles, was den Alltag der Jungs strukturiert, also verlässlich macht an jedem Tag. Bitte denkt auch jetzt früh daran, noch eine Jacke überzuziehen. Es wird heute noch schön, aber früh ist es noch frisch. Dann wünsche ich euch einen schönen Schultag. Richard und Julius gehören einer Elite-Truppe an. Die existiert seit über 800 Jahren, hat Pest, Kriege, Sozialismus überstanden und trotzt aktuell der Kulturkrise unserer Tage. Sie machen Besonderes, müssen aber begreifen, dass sie nichts Besonderes sind, schon gar nicht am Gymnasium. Ich habe mein Tafelwerk leider vergessen. Dürfen wir uns das teilen, indem er zuerst die Nummer 1 bzw. 2 macht und ich von hinten anfange? Danke. Richard ist gut in der Schule. Thomaner sind überhaupt gut. Sogar meist besser als andere Schüler. Und das, trotzdem sie wesentlich mehr um die Ohren haben. Oder vielleicht gerade deshalb. Unsere Thomaner sind einfach mal spektakulär in der Lage, mit geringstem Aufwand bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Muss man ganz klar so sagen. Die sind in der Lage, Arbeitsgruppen zu bilden. Das muss man nicht organisieren, das wird ihnen vorgemacht von den Größeren. Sie werden auch dazu animiert, sich zusammenzusetzen. Welche andere Kinder können das in diesem Land, sich nachmittags zusammensetzen und irgendwo Arbeitsgruppen finden? Aber in erster Linie sind sie Sänger. Ihr Tag wird von Proben bestimmt. Einzelproben, Stimmenproben, Klavierproben, Gesamtproben des ganzen Chores und all die anderen namenlosen Proben, mit denen ausgemerzt werden soll, was den Ansprüchen dieses Elitechores einfach nicht genügt. Bach kann man nicht einfach nur so ein bisschen probieren. Sollte man schon, wenn man anfängt, natürlich. Aber das Ergebnis muss professionell sein. Bei einer geistigen Sache, wie die Musik eben ist, glaubt man landläufig, also der es betreibt, glaubt das nicht, aber landläufig glaubt man, dass es so einfach ist, wie es am Schluss klingt. Aber es ist so schwer, wie es am Schluss einfach klingt. Die Thomaner sehen sich immer wieder Diskussionen ausgesetzt. Herrschender Leistungsdruck und Konkurrenz unter den Sängern scheinen unzeitgemäß. Ebenso das strenge Alltagsregime im Alumnat. Oft öffentlich erörtert, die Annahme, hier würden kindliche Seelen gebrochen und Kindheiten geraubt. Leistungsdruck, denke ich mir, ist immer auch die Sache, ich kann kein Kind auf Dauer zur Hochleistung zwingen. Das impliziert immer dieser Druck. Nur unter Druck können die das machen. Nein, nein, also ich muss denen etwas anbieten, dass es das wert ist zu machen. Kinder schalten sonst ab, kennt jeder Vater, jede Mutter. Ich kann nicht auf Dauer Druck ausüben. Der Stress, den ich als Thomaner habe, der fehlt mir manchmal nach den ersten 2 Wochen Ferien zum Beispiel. Da merke ich es. Dass ich das schon ein bisschen brauche, einfach eingespannt zu sein, verantwortlich für was zu sein und daran beteiligt zu sein, dass eine Sache gut wird. Ich denke, es ist auf jeden Fall sehr viel. Und man muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob das in Ordnung ist. Es gibt manche Leute, die kommen damit nicht klar, die können nicht chorisch und disziplinarisch komplett dabei sein und gut bleiben.
Und dann ist natürlich auch die Schule immer noch ein ganz heikles Thema, denn man muss ja auf dem Gymnasium, also man ist ja auf dem Gymnasium, wenn man auf dem Chor ist. Kinder, die die Doppelbelastung Chor und Gymnasium aushalten, unterscheiden sich tatsächlich von anderen. Sie sind aber nicht so weise gedrillt worden, sondern es sind eben Kinder, die zu höchsten Leistungen in der Lage sind. Oder sie verlassen den Chor wieder. Auch das gehört dazu und ist normal. Wer damit nicht zurechtkommt, der geht wirklich vom Chor. Es gibt jedes Jahr gehen so ein oder zwei Leute vom Chor. Einerseits gibt es Leute, die schaffen es mit der Schule nicht mehr. Das hat dann natürlich auch was mit dem Stress zu tun. Und dann gibt es meistens noch einen, dem macht es keinen Spaß mehr. Der sagt, ich will mehr meine Freizeit genießen. Und das ist doch hier alles nur Zeitverschwendung. Da gibt es eigentlich jedes Jahr mindestens einen, der vom Chor geht. Immer verlassen welche den Chor, immer wieder werden neue aufgenommen. Diese zerbrechliche Balance zwischen alten und neuen Sängern muss bei Strafe des Untergangs dieses Chores gewahrt bleiben. Die überraschende Frage dahinter: Kann ein weltberühmtes Ensemble wie der Leipziger Thomaner Chor tatsächlich Nachwuchssorgen haben? Ja, und das meint nicht allein die Zahl begabter Sänger, das meint vor allem ihre Qualitäten. Wir haben kürzlich auch eine Echo-Klassik bekommen und da muss man ja denken, die Welt wäre in Ordnung kulturell, aber es ist ja leider nicht so. Und um dem abzuhelfen, müsste in der Familie gesungen werden, immer wieder gesungen werden. Ich glaube, dass in den Schulen zu wenig Musik gemacht wird. Wir hören ja, dass Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse in manchen Gegenden 80% überhaupt gar keinen Musikunterricht mehr haben, zu Hause nicht mehr gesungen wird, auch in den Kirchen kaum noch Talente gefunden werden, weil die Medienindustrie uns ja passiv werden lässt. Man kann alles hören, alles am Datteln, kann alles am iPad angucken. Es macht auch Spaß, da kann man auch Erfahrung sammeln, aber nicht mehr, wie man singen kann. Thomas Kirche, Thomas Schule, Thomaner Chor. Das Dreigestirn Leipziger Hochkultur. Die Thomaner sind seit dem Mittelalter Aushängeschild und Exportschlager. Kurz, eine Institution der Stadt. Der Thomaskantor ist folgerichtig seit Bachs Zeiten bei der Stadt angestellt. Leipzig hat also ein ureigenstes Interesse daran, dass es die Thomaner gibt. Eine Bestandsgarantie aber ist das nicht. Gibt es keine Zuhörer mehr, ist der Chor überflüssig. Gibt es keine Sänger mehr, gibt es keinen Chor. Das ist ein Paradigmenwechsel. Wir müssen uns also heute in den Zeiten neu erfinden. Und diese Neuerfindung geht dazu über, dass wir selber unseren Nachwuchs suchen, fördern. Denn auch anders als früher sind die Kinder mit 12 Jahren in den Stimmbruch. Sie haben also nur 3 oder 4 Jahre Möglichkeit, als Knabenstimme, was den Thomaner Chor prägt, zu singen. Und das ist die Aufgabe für uns, die Zukunft sichern. Deshalb ziehen Scouts im Auftrag des Chores durch die Kindergärten der Stadt Leipzig. Sie suchen Knaben, die gut singen können. Diese werden dann von Klasse 1 bis 4 in einer Leipziger Schule gesammelt. Hier werden sie in Gesang und Notenlehre viel weitergehend unterrichtet als ihre Altersgenossen. Ich versuche zwischen 400 und 500 Knaben im Halbjahr anzuhören in den Kindergärten. Davon kommen knapp 50 zum Schnuppern. Die Zielzahl in der ersten Klasse ist zwischen 20 und 25 und wenn davon 10 bis 15 dann im Chor landen, sind wir sehr froh. Die Ausbeute derer, die also tatsächlich im Chor ankommt, ist erstaunlich bescheiden. So wie diese Vor-Thomaner stand der einst auch Julius Sattler hier und musste sich für oder gegen das Thomanerleben entscheiden. In diesem Alter fällt es schwer einzuschätzen, was das für das Leben bedeutet. Es kam keiner zu mir und hat gesagt, willst du nicht Thomaner werden? Nein, so war es nicht. Und ich habe auch jetzt keine Probleme mit meinen Eltern gehabt, die gesagt haben, ja, ich möchte nicht, dass du jetzt die ganze Zeit weg bist oder so. Meine Eltern zum Glück haben das hingenommen und haben das unterstützt. Haben nicht groß jetzt mich damit reingezogen unbedingt, du musst jetzt Thomaner werden. Oder gesagt, lieber nicht, wir wollen dich behalten. Sondern sie haben das genauso wie ich einfach drauf ankommen lassen. Nur wenige werden später Sänger oder Musiker von Beruf, auch Julius wahrscheinlich nicht. Dennoch nützt ihnen allen das Thomaner Gewesensein weit in ihre Zukunft hinein. Das war jetzt super viel schöner als vorhin.
Natürlich prägt mich diese Zeit im Chor, weil ich hier für meinen späteren Berufswunsch, ich möchte Pilot werden. Ja, es liegt nicht sehr nah, aber ich lerne hier Zuverlässigkeit, Disziplin und Teamfähigkeit, was für diesen Beruf ja sehr wichtig ist. Und das prägt einen schon sehr und das kann man mitnehmen. Ich hätte gerne blonde Haare, ich wäre gern topfit, ich wäre gern viel schöner, ich wäre gern Brad Pitt, dann hätte ich Kohle ohne Ende. Tomana sind cool und begehrt. Nicht nur in den Kirchen und Konzertsälen der Welt, sondern oft auch bei anspruchsvollen Privatfeiern. Dieses Eheleben voller Termine und Musik fühlt sich einfach gut an. Musik ist für mich eine Möglichkeit, um aus verschiedenen unangenehmen Sachen, wie zum Beispiel traurig sein oder Stress, herauszukommen. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Musik das ist. Wenn das jetzt viel moderne Musik ist, ist das was anderes, als wenn wir jetzt zum Beispiel Bach proben oder sowas in der Art. Bach ist wunderbar und macht Spaß. Und da ist egal, was vorher oder danach ist, das ist immer sehr beruhigend. Auch wenn die Musik sehr gewaltig und aufregend ist, ist es für einen selbst, für die Person immer noch sehr beruhigend. Julius und vier andere, teilweise schon Ex-Turmaner, haben ein eigenes Quintett gegründet. Fünf Jungs, denen der Spaßfaktor bei Bach doch nicht reicht. Für die meisten Turmaner ist Musik weit mehr als nur die Summe aller Noten. Sie ist ein Erlebnis, das in ihnen etwas auslöst, ihr Leben prägt. Ein so großes Ereignis, für das sich alle Mühe lohnt. Wenn man im Chor singt, naja, das klingt jetzt kitschig, aber dann ist es wirklich so, vor allem wenn man was sehr, sehr Schönes, was sehr Lautes singt, dann verschmilzt man wirklich mit dem Chor und dann vibriert die ganze Haut. Dann ist es zum Teil so, dass wenn es dann sehr viel Bass gibt, sehr Pauken und Kontrabass, dann wackelt zum Teil die Empore, vibriert und es geht dann durch den ganzen Körper. Es ist einfach so ein extremes Gefühl, wenn man auf der Bühne steht und man ist völlig, völlig aufgeregt noch vom Stück. Es hat einen so mitgenommen, man ist voller Adrenalin und man könnte quasi, also man hat so viel Energie und dann hört man die Leute klatschen und sieht denen an, wie die sich freuen. Und das ist einfach so ein bombastisches Gefühl. Das ist also einmalig und dafür lohnt sich es auf jeden Fall. Vermutlich kann man nicht besser sagen, was Musik in jenen Menschen auslöst, die sie machen und in jenen, die sie hören.